So, willkommen zur neuen Serie im Juli Ü65. Ü65, nein, Ü60, ab 60 aufwärts. Also Ü60 macht ja keine Revolution. Ü60 macht ja auch nicht den Lauten. Ü60 ist ja auch kein YouTuber. Ü60 ist ja auch kein Influencer. Ja, also kein Facebooker in dem Sinne. Auch kein Instagrammer in dem Sinne. Ein Ü60 lässt ja ab Ü15 die Leute an die elektronische angebliche Macht. So, aber Ü60 ist der Meinung, mal die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. An dem Tag, wo Ü60 geboren, 40, 50, 60er Jahre, die jetzt wirklich alt und gehen. Also wir gehen. Und wenn wir gehen, wollen wir doch wenigstens, wenn wir gehen, euch sagen, Ü15, Ü25, da läuft was falsch. Bei euch läuft was falsch. Ihr seid auf dem falschen Sender. Ja, ihr werdet umprogrammiert. Erstens sagt ihr ich und dann der Klaus gehen über die Straße. Wisst ihr, ein Ich ist ein Esel. Das war schon immer so. Jedes Ich im anderen Du, lieber Du und ich, das macht Sinn. Also wir sind erzogen worden, dass der Klaus und der Hermann über die Straße gehen und nicht, dass ich und der Hermann und der Klaus über die Straße gehen. Ich sitze vor der Kamera. Ich spreche. Ich will die Veränderung. Meine lieben Freunde, immer noch das Wir. Das Du im Ich, ich im Du. Das Wir. Wir wollen nicht, sondern wir würden uns freuen, wenn wir es hinbekämen. Das ging aber leider nur in der sogenannten Analogie. Analogie heißt, man hat sich zusammengesessen, man hat festgestellt, wir kommen auf einen Konsens, wir können analogisch etwas unternehmen. So, heute können wir alles digital unternehmen, wenn wir ein Du wären. Das heißt, der Klaus und ich machen etwas. Nein, ich. Ja, und vor allen Dingen, ich will reich werden. Ich will der Schönste sein. Ich will die Schönste sein. Ich. Meine lieben Freunde, das Wort ich ist so ähnlich wie ein Esel, der auf Glatteis geht und durchfällt. Und dann wundert er sich, dass er untergeht. Ein wir Esels gehen und schreien IA, ist immer noch einer dabei und sagt, hör mal, nicht IA, sondern, ne, ihr wisst schon, Denken. Denken ist angesagt und darum die Sendung Ü60. Alle, die Ü60, 65, 75, 85, 95, denken sich, lasst die Jugend doch laufen. So, meiner einer Ü60 sagt, nein, ich lasse euch nicht laufen. Ich möchte euch wenigstens versuchen, darüber zu sinnen, ob da nicht vielleicht doch ein Stückchen Wahrheit dran ist. Ja? Ihr könnt ja von mir, es sind ja den Rattenfänger von Hameln herrennen. Wir taten es nicht, weil wir wussten, das ist ein Märchen. Aber nein, ihr wollt den Rattenfänger von Hameln unbedingt nachlaufen und schreien, der Deutsche muss raus, CO2, Umwelt, Asylanten und ach, alles, was negativ ist, schreit ihr, jo, alles her damit. Es ist negativ, zu glauben, etwas zu glauben, was nicht stimmt. Ja? Wer nur Negatives glaubt und nur Negatives annimmt, sollte daraus was Positives machen. Das macht ihr ja leider nicht. Also wir haben eine Negativität im Moment, die nicht stimmt. So, 2006 im Beispiel hatten wir einen sogenannten Märchensommer. Der war genauso warm. Der war genauso warm. Ja? Aber heute, 13 Jahre später, CO2, Umwelt, ihr lauft auf des Bauern Gelände rum, zerstört des Bauern Eigentum und schreit, ja, was interessiert uns denn das, was du da machst? Für uns ist die Umwelt wichtig, CO2 wichtig. Ihr rennt in einen Wahn. Ja. Ich meine, wenn wir das gesagt hätten, ab 48, 58, 68, 78, ja, wenn wir das gesagt hätten, dann hätten wir recht gehabt. Denn Kohlehallen, Maschinenhallen, Werkzeughallen, überall Hallen, wo viele Menschen gearbeitet haben, in Kohlewerken, in Maschinenwerken, in Brennwerken, Heizöfen, ja, also in da, wo wirklich Staub, Ruß, wo wirklich malocht wurde, wo wirklich für sehr wenig Geld, sehr hart gearbeitet wurde. So, mancher hatte nur Lohn von 340 D-Mark,
550 D-Mark, 750 D-Mark. So, war so. Ein Brot kam 44 Pfennig. Ja? Nur die Butter war teuer, 7,60 Mark. So, worauf will ich hinaus? So, in der Vergangenheit, wo es wirklich so, sagen wir mal, klimatechnisch ein bisschen rau war, hat keiner was gesagt. Jetzt, wo alles grün ist, jetzt, wo die Umwelt auf einer Art pari ist, ne? Da schreien alle. Ein bisschen merkwürdig, oder? Ein bisschen merkwürdig. So, wenn man etwas produziert, dieses dann verschickt und die können damit nicht umgehen, dann sieht der Pazifik oder deren Länder so aus, weil die damit gar nicht umgehen können. Ja? Aber sie kriegen ganz viel Geld dafür, dass sie das nehmen. Wenn jetzt hier die Produktionsstätte von Plastik jetzt hier auch den Verbrenner hätte und es nicht exportieren würde, um Geld damit zu machen, dann hätten wir, ja, dann hätten wir weniger Sorgen. Ja? Also derjenige, der Müll produziert, verschifft den Müll ja, um damit Geld zu machen. Wer hier produziert, verschifft das erstmal, um es wieder zurückzuholen, weil es dann irgendwie günstiger ist. Das ist also eine Rechnerei, eine Schönrechnerei, um Geld zu machen. Ja? Vorsteuer, Steuer und so weiter und so fort. So, da ich aber ein Fan bin von analog-digital, rutsche ich jetzt mal ins Digitale, weil ihr habt es schon mitbekommen, das Digitale fordert mich mal wieder ping, 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 ping. Ja? Da gehe ich jetzt mal hin, unterbreche und mache nachher weiter mit der neuen Serie Ü60. Ü60 sagt einfach mal, was soll Ü60, ihr wisst schon, das ist so eine Art Cliffhanger, was soll er falsch gemacht haben? Was soll er falsch gemacht haben? Ihr habt die gesamte Elektronik, ihr habt das große Glück, eine gute Ausbildung machen zu können. In Wirklichkeit hatten wir das, nicht ihr, aber ich habe die Elektronik. Verschwind mal eben. Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter? Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60 plus. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60 für ein gutes Leben im Alter. In der Oberschwabenhalle Ravensburg treffen Sie Ihre Zielgruppe.